Servus und seid gegrüßt hier auf dem nächsten Vlog hier auf Einfach Markus. Und wir hören schon im Hintergrund, dass Martinshorn dröhnt. Ja, hier im Ort, ne, ist zurzeit viel los. Ne? Vielleicht habt ihr es ja schon mitgekriegt. Unsere Schule hat gebrannt. Ja? Unsere, ja, oder auf der Schule, wo ich auch war. Irgendwelche so Idioten haben gemeint, sie müssen sie anzünden. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein hier. Und ja, jetzt ist eben zwangsweise schulfrei, ne? Und das heißt, meine Tochter, die hat jetzt auch quasi schulfrei, ja. Da steht er, mit Blaulicht, keiner steigt aus, sehr komisch. Was machen die Kollegen denn da? Warten die auf mich? Scherz, ich hab frei. Genau. Ja, die Gebäude hier am Bad haben sie manchmal ein bisschen hinterbaut oder versteckelt und ja, das ist genauso wie an meine Adresse auch nicht der Notarzt findet, weil wir Scheffestraße heißen, ja, und der Eingang ist ja bei der Schulstraße und dann rasen sie alle vorbei und merken dann irgendwann, wenn die in Hausnummern größer werden, ups, wir sind vorbeigefahren. Ja, und hier jetzt an der Adresse war es jetzt auch so, die Häuser sind von hinten im Hof verbaut, die erkennt man von vorne von der Straße, nicht die Hausnummer. Ist aber existent, ne? Naja, man hilft mal halt kurz den Kollegen, dann passt das auch. So, wir gehen jetzt aber weiter im Text. Denn, ja, wir schauen mal, wo wir gelangen heute in diesem Vlog oder was wir alles in diesem Vlog machen. In dem Fall, bis gleich. Ja, ich sitze jetzt im Bus hier bei uns im Schwarzwald. Wir haben so rote Busse von der DB, aber wir haben auch andere Busse, wo VSB draufsteht, und wir haben auch Stadtbusse und also ein ganzes Wirrwarr. Bloß muss ich sagen, hier von Bad Dürrheim aus ist es eher schlechte Verbindung in die Welt hinaus. Ja, aber was will man machen? Und jetzt fahren wir mal nach Villingen. Jetzt sind wir in Villingen angekommen. Villingen Bahnhof ist hier. Hier ist das Busgebäude. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier sehen. Da drüben ist ja der Bahnhof, aber da habt ihr gesehen, war nichts auf den Gleisen. Ja. Schauen wir mal, was passiert.
Ja, historisch ist eigentlich in Villingen, ne? Ist die Altstadt so. Und natürlich gibt es hier ja eine Stadtmauer, die seht ihr im Hintergrund. Ja. Es gibt noch große Teile der Mauer, ja, aber es gibt auch nur noch kleine Teile der Mauer. Ein paar sind erhalten, viele sind schon zerstört worden. Aber man sieht immer mal wieder hier in Villingen so Mauer. Und die wurde natürlich, wie jetzt dieser Teil hier, auch schon restauriert, um natürlich den Verfall vorzubeugen, damit es noch lange für viele Generationen erhalten bleibt. So, nachdem ich jetzt einiges durch die Innenstadt war, es war viel los und wir haben ja hier wieder verschärfte Corona-Zeiten jetzt, weil die ja, 200 überstiegen sind hier im Schwarzer Bergkreis, habe ich gerade erfahren. Das heißt Mundschutz überall. Das ist aber was Philippen doof. Jetzt sind wir hier auf der Brücke und hier unten, ja, das ist ein Teil der Schwarzwaldbahnstrecke, die von Villingen Richtung St. Georgen führt. Mal gucken, ob wir was sehen hier. Bis jetzt ist ja nix. Voll verkackt, voll verkackt. Ja, man mit den Kindern gerade gesprochen, ne, die Autos verkehren, da denke ich mir, das ist so ein komisches Brummeln, ne? Und dann, bis mir dann klar war, ach, das ist der Zug hier, schupp, war schon da, ne? Aber man hat ihn ja immerhin noch gesehen, ne? Unfahrplanmäßig, ja, durchgefahren, irgendein Bauzug. Auch mal interessant hier in Villingen. Ziel ist erreicht. Wir sind beim Geschäft von meinem Fraule. Ja. Juhu. Und da arbeitet die Frau des Hauses. Mit Mundschutz, ne? Ja. Und diesen Überblick hat sie. Machen wir mal kurz einen Schwenk hier, so einen unscharf Schwenk. Zensiert. Genau. Und wen es interessiert, wo Tor ist, ich weiß es. Tor ist hier bei meiner Frau im Geschäft. Yeah. Und da droht er mit seinem ganzen Körper. Und kann nicht wegrennen. So ein Pech aber auch. Hohoho. Ja, Nikolaus im Hintergrund. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ne? Der Vlog ist zu Ende. Ihr habt jetzt mal wieder viel gesehen, was andere nicht sehen. Und wenn ihr wissen wollt, wo mein Fraule schafft, letztendlich, oder was im Laden alles gibt, dann kommt doch hier vorbei im Hörkorn Villingen. Dann seht's ihr. In dem Fall, bis zum nächsten Vlog. Viele Grüße, euer Markus und ciao.